Ende Oktober 2022 hatte die Bayreuther Wasserwacht ihre alljährliche Übung im Kreuzsteinbad. Sutz hat sich den Ablauf mal angesehen. Wir machen unsere alljährliche Übung der Wasserrettungskräfte aus Bayreuth, der Wasserwacht Bayreuth, und inszenieren einen Tretbootunfall mit 9 beteiligten Personen. Die haben ein bisschen rumgeblödelt, wie so ist, sind mir die Tretboote zusammengestoßen. Ja. Und beide Tretboote haben Leck geschlagen und sind untergegangen. Im Springerbecken und im Schwimmerbecken werden sich dann Personen befinden und auch Puppen, die Taucher dann eben suchen müssen und dann auch aus dem Wasser rausholen müssen. Jetzt praktisch jeder, wo er seinen Piepser daheim hat, im Ernstfall geht es los. Der wird jetzt alarmiert, sowohl über den Meldeempfänger als auch über SMS, weil wir haben Telefonnummern hinterlegt und dann gibt es noch so eine spezielle Plattform, die nennt sich FF Agent. Okay. Das ist eigentlich für die freiwilligen Feuerwehren, aber das nutzt auch der Rettungsdienst und die werden auch mit alarmiert. Und die haben dann im Ernstfall eine feste Rufbereitschaft heute an dem Samstag? Oder ist wir haben 24/7. Okay. Und wer halt Zeit hat, mal salopp gesagt. Im Prinzip, wer Zeit hat. Ja. Wir haben noch einen Einsatzleiterdienst, der ist fest vergeben. Den wechseln wir mit der DLRG immer ab. Und da haben wir immer die ersten bis zum 15. Dienst und die DLRG dann ab dem 16. bis zum Ende des Monats. Während sich die Wasserwachtler innerlich schon auf den Einsatz vorbereiten, machen sich die Unfallopfer schon mal warm. Die Übung soll natürlich so realistisch wie möglich ablaufen. Da gehen sie auch mit Kleidung ins Wasser. Silvi, du schaust schlimm aus. Was ist passiert? Das weiß ich noch gar nicht so recht. Ich bin gestürzt. Echt? Ja. Und wie wird das passieren? Das wird passieren, indem dass ich losrenne und meine Leute suche. Okay, wie lange dauert das, bis man das hinmodelliert hat? Ja, also eine Viertelstunde. Macht man das selber dann? Ja. Echt? Das hat der Flo gemacht aus der Wasserwacht. Alle sind auf ihren Plätzen und die Übung beginnt. Wenn es sich hier nur um eine Übung handelt, sind alle Einsatzkräfte konzentriert bei ihrer Arbeit. Beim Fesselschleppgriff liegt die Person auf dem Rücken. Der Retter schwimmt in Seitenlage neben ihr. Er greift mit seinem rechten Arm zwischen den rechten Oberarm und dem Rücken des Verunglückten hindurch und erfasst den linken Oberarm. Währenddessen im Springerbecken.
Hier ist die Lage nicht weniger dramatisch. Sie! Genau! Hallo! Kommen Sie her! Kommen Sie zu mir her! Ich bin untergegangen! Hallo! Bitte! Hallo! Kommen Sie zu uns her! Ich will hier nicht mehr. Ja, schau mal. Ich bin ein Taucher zu dir. Ja? Nein. Komm, wo ist er denn? Der Griff hier. Miriam, schau mal zu dir. Mann! Miriam ist am Ende ihrer Kräfte. Auch Hannes wird erfolgreich aus dem Wasser gebracht. Zwischenzeitlich hat der Taucher auch die noch vermisste Person gefunden. Bewusstlos wird sie aus dem Wasser gezogen und mit den lebensrettenden Maßnahmen begonnen. Eine normale menschliche Reaktion. Miriam und Hannes sind in Panik und möchten ihren Freund helfen. In dieser dramatischen Situation verstehen sie gar nicht, dass sie die Arbeit der Rettungskräfte eher behindern als unterstützen. Wenn du jetzt nicht rüber gehst, kann ich deinem Freund nicht helfen. Die Helfer sind auch psychologisch geschult. In dieser Situation hilft nur eine gezielte Ansage. Miriam, pass mal auf. Dann helfen wir doch mal. Miriam, schau mal. Geh mal mit. Die beiden werden vom Ort des Geschehens weggebracht und weiter versorgt. Währenddessen wurde aus dem Schwimmerbecken eine weitere bewusstlose Person aus dem Wasser gezogen. Sofort wurde mit der Reanimation begonnen. Da die Herzmassage über längere Zeit sehr anstrengend ist, wechseln sich die beiden ab. Währenddessen werden auf der anderen Seite die Personen mit Rettungsdecken umhüllt, um sie vor Unterkühlung zu schützen. Am Schwimmerbecken läuft die Reanimation ununterbrochen weiter. Im Schwimmerbecken ist der Taucher auf der Suche nach der weiteren untergegangenen Person. Dieser Torso hat übrigens das durchschnittliche Gewicht einer erwachsenen Person. Die Übung muss realistisch sein. Uwe und Florian bringen im Austausch eine Reanimationspuppe. An dieser kann unter realistischeren Bedingungen geübt werden. Schließlich wurde die Übung erfolgreich beendet. Entschuldige, ganz kurz, 2 Sekunden unterbrechen. Hast du Schauspielkurs oder sowas genommen? Nee. Du machst es wirklich richtig, richtig gut, realistisch. Also hoffentlich nie, dass man in so eine Lage kommt, aber du spielst es echt überzeugend. Also das ist nur kurz als Kompliment. Und jetzt bitte weiter die Rolle spielen. Zum Schluss versammelten sich noch alle Teilnehmer zu einem gemeinsamen Gruppenfoto auf dem Sprungturm. Du interessierst dich auch für die Arbeit in der Wasserwacht? Informationen findest du unter www.bayreuth.wasserwacht.de. Herr Habach, haben Sie eigentlich das Seepferdchen?
Ja. Ja? Haben Sie das damals gemacht in der DDR? Das ging's nein, da gab es kein Seepferdchen. Da gab es ein ganz normales Schwimmabzeichen. Okay. Und das habe ich, glaube ich, sogar erst in Silber und dann, glaube ich, sogar in Gold.